Hallo, hier ist wieder eure Gartenmoni. Heute mache ich einen Tagesausflug Regensburg. Ich bin jetzt da angekommen und gleich als Begrüßung habe ich einen Verzehrgutschein von der Deutschen Bundesbahn bekommen. Das ist eine Begrüßung, muss ich sagen. So, und jetzt marschiere ich los. Ich bin mit einer Freundin da. Und dann schauen wir mal, was alles zum Anschauen gibt. So, durch einen kurzen, mit einem kurzen Spaziergang sind wir jetzt am Domplatz gelandet. Das hier ist der Regensburger Dom. Und da laufen wir jetzt einmal weiter. Hier findet gerade die Andachtsfeier für den Bruder des ehemaligen Papstes statt, der gestorben ist. Wir haben uns noch gewundert, weil vorne ganz viele Polizeiautos stehen. Hier ist der eigentliche Haupt-Ein- und Ausgang des Doms. Aber dadurch, dass da restauriert wird, ist das alles gesperrt. Das ist ein schönes Schild. Da ist ein toller Biergarten drin. Aber wir gehen da jetzt nicht rein, weil da sind diese Trauergäste auch mit drin, sehen wir. Hier ist die historische Wurstküche, die ganz bekannt ist. Das war mal ein alter Getreidespeicher. Da wurde dann das Getreide gleich in der Donau auf die Schiffe verladen. Und jetzt ist da eine Bratwurstküche drin. Ja, mal schauen, wenn ich Hunger habe oder wenn wir Hunger haben, dann gehen wir rein. Wenn nicht, ich glaube, wir essen erst einmal ein Eis. Ach ja, und da drüben ist die alte Brücke. Die ist auch restauriert worden. Und da darf kein Auto drüber fahren. Sieht man auch nur Fußgänger. Wir haben uns jetzt Karten für eine Schifffahrt gekauft und fahren dann zur Walhalla. Da steigen wir allerdings nicht aus, sondern fahren gleich wieder zurück, weil es geht um die Zeit. Wir wollen ja sonst auch noch was von Regensburg sehen. Und wir werden mit der Kristallprinzessin fahren. Das Schiff kenne ich schon, aber da freue ich mich. Das ist ein schönes Schiff. Da haben wir einen kleinen Besucher da. Kaum, dass man sich hinsetzt und isst ein bisschen was. Da haben wir uns nämlich von dem Gutschein, den wir am Bahnhof gekriegt haben, haben wir uns vom Bäcker was geholt. Und das essen wir jetzt. Ja, eine Kirschtasche. Die Kristallprinzessin fährt ein. Mit der fahren wir jetzt zur Walhalla. In 5 Minuten geht's los. Wir haben uns einen Tisch ausgesucht, in Fahrtrichtung rechts. Und wir mussten dann natürlich was ausfüllen. Tischnummer haben wir auch angeben müssen, die Adresse wie immer. Und wir dürfen auch den Tisch nicht verlassen, außer es muss jemand zur Toilette. Aber ansonsten muss man sitzen bleiben. Man darf den Tisch nicht mehr wechseln. Da sieht man schon die Walhalla. Und da fahren wir jetzt hin. Ja, so schaut es auf der Kristallprinzessin aus. Hier an der Decke hängen die Kristalle und glitzern. Da geht es wieder die schöne Treppe rauf. Glitzert auch alles. So, und jetzt fahren wir schon wieder zurück nach Regensburg.
So, wir sind jetzt wieder unten vom Schiff. Jetzt laufen wir mal zur alten steinernen Brücke. Die steinerne Brücke heißt das. Da laufen wir jetzt einmal hin. Die steinerne Brücke wurde 1135 bis 1141 gebaut. Im Krieg wurde sie gesprengt und dann in den 60er Jahren irgendwann ist sie wieder aufgebaut worden. Da oben sitzt der Architekt von der Brücke, der die gebaut hat. Da gibt es eine Sage. Es waren zwei Architekten. Der eine wollte den Dom bauen, der andere die Brücke. Und jeder wollte als erstes fertig werden. Also einer wollte den anderen übertrumpfen. Und dann hat sich der eine Architekt eben dieser Dorf auf die Brücke gesetzt und hat immer den anderen beobachtet, wie weit er schon ist. Und natürlich hat er sich dann beeilt, dass er fertig wird. Da sieht man den Dom. Von da aus konnte er nämlich schön sehen. Noch eine Sage. Der Architekt vom Dom, der hat dann den Teufel geschickt, der sollte die Brücke sprengen. Der hat es versucht, aber er hat es nicht geschafft. Denn der Architekt von der Brücke, der hat die so stabil gebaut, der hat es nicht geschafft. Kennt noch jemand diese Schilder? Die hat es doch früher immer gegeben vor Wirtschaften oder Gasthäuser oder Schuster, Metzger. Wie nennt man denn diese Schilder? Und was hat es noch alles gegeben? Könnt ihr mal als Kommentar runterschreiben. Die haben mir immer gefallen, weil die zum Teil so schön verziert sind. So, und jetzt laufen wir weiter. Durch eine Einkaufsstraße sieht man ein paar schöne Häuser wieder. Und wir suchen uns jetzt eine Eisdiele. Ich lese, heißt es Wattmarkt. Es ist eine kleine, schöne Gasse. Müssen wir mal um die Ecke schauen, was da ist. Wir haben jetzt eine Eisdiele gefunden und sitzen jetzt da und warten, dass die Bedienung kommt. Oh, ist das ein Becher. Oh, wollt ihr ihn sehen? Moment, ich zeige ihn euch. Ha, was sagt denn dazu? Erdbeerbecher. Jetzt, ja, dann lassen wir uns schmecken. Meine Freundin hat einen Schokobecher, zeige ich euch auch. Ja, jetzt können wir alle zwei gleich, ne? Unser Eis haben wir jetzt gegessen und jetzt gehen wir mal weiter und schauen mal, ob wir noch was Schönes sehen. Da hinten dran ein wunderbarer Eingang. Ich weiß jetzt gar nicht, was das ist. Das ist das Rathaus von Regensburg. Ein tolles altes Tor. Wisst ihr, ja, da bin ich begeistert von den Schlössern immer. Von früher, die alten Schlösser. Jetzt hat mich die Neugier geplagt. Jetzt bin ich einmal durch das große Tor reingegangen. Und das ist innen vor Halle oder was. Und da ist ein Vogel, der sich verirrt hat. Der will raus und findet nicht mehr raus. Dann lasse ich jetzt mal die Tür offen. Vielleicht findet er dann den Weg. Ach da, also sind ja gleich zwei. Also machen wir mal Tür auf. Wir haben die zwei gerettet. Meine Freundin hat die Tür aufgehalten und die sind rausgeflogen. Der zweite hat allerdings ein bisschen gebraucht. Die Laterne wollte ich euch noch zeigen. Die ist ja uralt schon, denke ich. Wir wissen, was da hinten ist. Da laufe ich jetzt auch rum. Ach du meine Güte, was ist denn das? Eine Riesenkette. Und das Schloss. Das ist ja verrückt. Muss ich mal hochheben. Allmächt ist die schwer. Ach du guter Gott. Allmächt. Das schaffe ich ja gar nicht. Die könnte ich nie aushängen. So schwer ist die. Da wieder ein wunderbarer Eingang oder Ausgang, das Tor, klasse. So, und jetzt gehe ich einmal da rein. Ich will jetzt mal wissen, wo man da hinkommt. Ich mache das ganz so versteckte Winkel, wo man dann schauen muss. Ach, da geht's noch. Ja, doch ums Eck rum schaue ich auch noch.
Aber da vorne kommt man nicht mehr weiter. Ach ja, schön. Ganz kleine Anlage oder Beet. Ah ja, schön. Wenigstens sind ein paar Blumen nicht so in dem Video, gell? Da ist noch einmal so eine Kette. Die hebe ich schon gar nicht mehr hoch jetzt. Und da ist das Gegenstück dazu, da wird es dann eingehängt. Aber ich denke mal, das wird heutzutage nicht mehr gemacht. Und außerdem, da braucht man ja zwei Mann, dass man die rüberbringt. So schwer wie die ist. Gerade entdecke ich ein schönes Fuchsienbäumchen. Schaut schön aus. Raus aus der Straße. Und das sind ja ganz tolle Häuser. Seht ihr die Dächer? Finde ich so schön. Das in der Mitte des Helles, aber mit den Türmchen drauf habe ich auch noch nicht gesehen. Solche kleinen Gassen gibt es in Regensburg sehr, sehr viele. Mit den alten Häusern dann. Bei München, Hofbräuhaus. Ach nein, stimmt ja überhaupt nicht. Ist immer noch Regensburg. Und jetzt haben wir kurz vor sechs, aber wir sind noch nicht überall gewesen. Also marschieren wir mal weiter. So, hier ist wieder so eine kleine Gasse mit den schönen alten Laternen. Ja, und da geht es wieder weiter. Da hier ist ein riesen Blumentopf. Also der hat einen Durchmesser von ungefähr 1,20. Und da haben sie dann reingepflanzt, so einen Wunderbaum. Und oben wie heißt es, der Wandelröschen. Und den Wunderbaum zeige ich euch noch von nah. So, hier. Schaut gut aus. Und da ist ein schöner Strauch. Ah, wie heißt der? Wer kennt ihn? Schaut super aus. Die Blätter zeige ich euch mal. Wer weiß, wie der heißt. Klasse. Da sehe ich jetzt wieder solche Schilder. Spatenbräu, das Münchner Kindl. Von einer kleinen Gasse in die nächste. Eine enger wie die andere. Hier ist wieder so ein schönes Schild. Es ist ein Schlüssel. Ja, es ist ein Schlüsselladen. Und der hat einen Schlüssel hängen. Schaut toll aus. Das, sowas hat man halt früher immer gesehen. Ne? Und jetzt sieht man das in der Stadt nicht mehr. Letzter Blick in die eine Gasse. Und jetzt sind wir bei der Basilika St. Emmeran. Das ist die Gloria, fast die Gloria, wenn ihr die kennt. Ja, und das da ist eben die Basilika. Muss ich nochmal schauen, was da auf dem Schild steht. Dann brauche ich es nämlich nicht erzählen, das könnt ihr dann selber lesen. Ja, dann gehen wir noch weiter. Schauen wir, ob der Garten, der Schloss Garten da noch offen hat. So, da ist jetzt ein Eingang, da steht ein bisschen was. Natürlich gehen wir jetzt nicht ins Museum, denn es ist schon spät, aber wir wollen bloß einmal reinschauen. Hier ist der Eingang. So, schauen wir mal. Alter schmiedeeiserner Zaun. Ah, und da ist ein Plan, den schauen wir natürlich auch an. Und da suchen wir jetzt noch das Schloss. Oh, Gruftkapelle ist da, alles. Basilika ist, haben wir ja schon gesehen, fürstliche Schatzkammer. Ja, da könnte man viel anschauen, aber leider sind wir jetzt zu spät dran.
Hier in dem Wintergarten ist ein Kaffee drin. Da kann man sich auch außen hinsetzen. Aber das ist schon alles zu. Da haben wir jetzt einen Rosengarten. Lauter verschiedene Rosen drin. Lavendel außenrum. Aber ich muss sagen, bei uns daheim blühen die Rosen mehr als hier. An was liegt es? Weil heuer finde ich es ein Rosenjahr, aber da merkt man jetzt ja nichts davon. Da kommt noch ein Beet. Also da sind ein bisschen mehr Blüten. Schaut schon besser aus. Vielleicht hat der eine Baum Schatten gemacht und deswegen blühen die nicht so stark. Das könnte sein. Ach ja, schön. Hier. Ja, das schaut schön aus. Schöne Farben. Eigentlich alle Farben da. Sogar pinkfarbene, die schaut aus wie eine Pfingstrose da in der Mitte jetzt vom Bild. Ist aber keine Pfingstrose, ist tatsächlich eine normale Rose. Schön. Ja, müsste dann eigentlich die Fürstin Gloria wohnen. Und das Tor, klasse. Wie alt wohl der Baum ist. Die Rinde schaut schon komisch aus. Hm? Was ist denn das vorne? Und das ist die Basilika St. Emmeran. So, und jetzt laufen wir Richtung Bahnhof und da sehen wir in dem Park, wo wir da durchlaufen, noch ein schönes Blumenbeet. Ziertabak ist da, der weiße, den hatte ich früher auch in meinem Garten. Könnte man eigentlich mal nächstes Jahr wieder ansehen und auch reintun. Naja, und die Fuchsien, ja, die bräuchten ein bisschen Pflege. Das ist noch eine kleine Erfrischung, aber die Sonne ist ja weg, es ist jetzt richtig schön, angenehm zum Rumlaufen gewesen. Der Bahnhof ist jetzt nur noch 2-3 Minuten entfernt von hier und deswegen verabschiede ich mich von euch. Wenn euch der Rundgang gefallen hat und interessant für euch war, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.